Einen wunderschönen Samstag, guten Morgen. Hallihallöchen, da bin ich wieder. Ich habe euch ja diese Woche des Öfteren besucht. Ich hoffe, ihr hattet Freude an den kleinen Videos. Aber natürlich am Samstag gibt es nach wie vor den großen Fashion Hall. Und heute, Mädels, endlich wieder mit Besuch von unserem lieben Mr. Magic. Ich freue mich wie Bolle. Und es geht auch sofort los. Ihr macht euch einen Kaffee, legt die Füße hoch und gleich ist der Alex bei mir. Schon mein Lieblingsgast ist ja der Einzige, der zu mir kommt. Ja, sonst darf ja keiner rein. Sonst kommt keiner. Ja, außer Igor vielleicht. Und der auch noch. Genau, Igor darf auch noch. Ja. Igor ist auch wieder da. Ja, alle an Bord. Ich freue mich natürlich wie Wolle, wie immer. Ja, wir haben gesagt, was machen wir denn heute, damit es jetzt nicht langweilig wird? Ich habe gesagt, wir knutschen. Am Ende der Show richtig küssen. Hast du Zähne geputzt? Ja. Ich bin dabei. Okay, lasst euch überraschen. Es geht los. Samstag mit Küssen. Doch? Komm, danke, schneid das raus. Okay. Ja, ich muss jetzt leider mal loslassen. Okay, weil, ich geh weg. Gehst du weg? Nein, du bleibst hier. Ich habe die ganz neue Kollektion vom Alex hier. Viele Teile sind exklusiv bei uns heute. Charles, die sind noch nirgends erhältlich. Genau. Ja, du darfst es auch gerne selber sagen. Nein, gar nicht. Nein, wir haben ganz neue, wir haben aus Bergamo mit so Harzperlen dazwischen, das ist ganz neu. Wir haben eine ganz neue Kollektion. Kommt ganz viel Dynamik jetzt, kommt auch eine ganz eigene Linie. Wir machen hier vielleicht sogar eine zusammen. Wir wollen was zusammen machen, das sind die Neuigkeiten. Genau. Aber schon wieder gespoilert. Aber wir erzählen nachher, was wir machen, okay? Ja, genau. Okay, also es wird wieder so eine Veranstaltung geben, die wir zusammen machen. Ja, genau. Also wir haben ganz viel vor und wie gesagt, ganz viele Teile jetzt erstmal exklusiv nur bei uns. Die stellen wir natürlich heute vor. Ich habe hier schon diese tolle Kette und Armbänder vom Alex. Ja. Da ist das Pinke jetzt neu. Das Pinke ist neu und das ist ein anderes. Ist auch ein, ist Igor, auch können wir mit der Kamera ein bisschen rankommen? Komm doch mal ein bisschen zu mir. Oder ich soll zu dir kommen. Dann zeige ich es einfach noch mal ein bisschen. Ja. Ich glaube, das glitzert nicht so. Genau. Ja. Das ist, also wenn der aus dem Licht rausgeht, ne? Wenn der aus dem Licht rausgeht. Das ist, das läuft die ganze Zeit, oder? Du bist ja ganz am Laufen, ne? Ja. Das ist ein neues Material. Das hat ein bisschen metallischere Oberfläche. Das ist ein bisschen so UV behandelt und das glitzert anders, ist auch Magic, aber ich würde einfach sagen, ist noch ein bisschen mehr Magic als sonst. Also es ist ein bisschen metallic tatsächlich. Ja, ne? Und es macht es also irgendwie unheimlich edel. Sexy, finde ich. Ja, edel und es, sexy, es ist einfach sehr und auch edel. In so einer Kombination, wenn du schon vergoldet hast und dann noch so eine Metallic-Optik, da UV, shiny, das ist so ein bisschen, also ich sag mal, es sieht aus, wie wenn du auf so eine Wasseroberfläche kurz wo ein kleiner Ölfleck drauf ist, wo dann dieses Ultraviolett, so sagt man dazu, genau, diesen Schein hat. Ja, also sehr, sehr edel. Und wir haben auch Sets für euch zusammengestellt. Also ihr könnt die Armbänder immer einzeln kaufen oder im Set und dann sind sie natürlich wesentlich günstiger. Ja. Das bieten wir diese Woche an für euch. Und auch Kombinationen. Also ich finde Kombinationen, so wie die jetzt angezogen sind, mit dem Leo und so, das ist auch mit der Kette, das ist mega. Ja, genau. So, Alex, jetzt entlasse ich dich erstmal. Oh, jetzt habe ich hier. Aber ich habe gut angefangen, oder? Trinken Kaffee. Mit Küssen war so schön. Ja, Alex, es wird halt wieder ein langes Video. Ich sehe das schon. Ja. Wir steigern uns hier total. Ja, fünf Minuten, alles klar.
Ja, ich habe natürlich auch eine neue Kollektion an Kleidung für euch. Schaut mal, wie genial. Mädels, ich bin schockverliebt in dieses Outfit. Denn ich hatte ganz viel jetzt beim Einkauf auch diese Jumpsuits an und muss sagen, oh, geht gar nicht. Also bei meiner Figur geht es nicht. Wenn du eine 36 hast, kannst du diese Jumpsuits tragen. Aber ich finde wesentlich vorteilhafter diese tolle Kombination mit einer Hose und einem Shirt. Und ihr könnt das Ganze, wie ich das jetzt hier habe, mit dem Träger-Top kombinieren. Dann sieht es wirklich aus wie ein Jumpsuit. Also es ist das Gleiche mit dem Gürtel drum, aber es sitzt einfach viel, viel besser. Oder ihr könnt auch, wenn ihr sagt, nee, der Winkelarm soll doch nicht zu sehen sein, dann habe ich das Gleiche nochmal als Shirt. Ich ziehe das gleich auch nochmal in einer anderen Kombination mit dem Shirt an. Mega! Also ich bin total verliebt in dieses Outfit, weil ich so auf der Suche war nach einem Jumpsuit. Ich liebe die Teile eigentlich. Also wir hatten ja diesen Leder-Jumpsuit, der ist übrigens ausverkauft, also gibt es nicht mehr. Den habe ich mir tatsächlich mitgenommen. Schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, wenn ich den nochmal nachordern soll, dann würde ich das nochmal versuchen. Ansonsten gibt es, glaube ich, keinen Jumpsuit auf dieser Welt, der mir steht. Also mir nicht. So, und deswegen habe ich gesagt, Zweiteiler mega, Baggy-Hose, die könnt ihr tragen bis 44, 46, die ist echt weit. Richtig gut geschnitten mit so aufgesetzten Taschen. Das Top oder das T-Shirt und dann natürlich hier diese geniale Strickjacke, die ihr, glaube ich, schon alle habt, weil ihr habt uns leer gekauft mit diesen Strickjacken. Ich weiß gar nicht, wie viele 100 Strickjacken wir verkauft haben. Ich habe die aber wieder nachbestellt. Die sind ab sofort wieder im Shop erhältlich. Und das ist einfach ein Megateil für zum Beispiel solche Tops, dass man einfach die Arme nochmal verdeckt hat. Also ich zeige es euch jetzt auch mal ohne die Jacke. Geht auch, ne? Wenn es jetzt 30 Grad ist, dann würde ich so auch tatsächlich rumlaufen. Und hier mein Bauchweggürtel. Das ist ein mega Magic Gürtel eigentlich. Den müsstest du schon wieder bei dir noch mit drin haben, weil... Ich mache den um, oder? Bauchweg. Ja, das können wir mit dir gleich mal probieren, okay, ob das auch bei dir funktioniert. Ja, also Megateil gibt es noch in weiteren Farben, die ich natürlich mir wieder nicht hier hingehangen habe. Deswegen geht es jetzt gleich weiter mit dem nächsten Outfit. Wir haben heute auf dem Programm, ja, wie soll es anders sein, Mr. Magic in Pink da. Und bei mir dreht sich alles um Pink und um Leo. Ja, wir fangen wieder mit den Accessoires an. Wunderbar. Wir haben eine neue Kollektion exklusiv bei uns. Der Alex erklärt euch mal so ein bisschen hier. Ja, also das ist Magic, das heißt, das sind aktuellen Magic Pearls. Dazu kommt eine Kugel aus Bronze, die vergoldet ist. Das ist ganz neu, das ist ganz exklusiv, das hast nur sehr du. Genial, hast sehr du genial. Nur du. Und dies ist unsere neue Kollektion. Die werden mit Bergamo-Perlen aus Italien, das ist so ein Harz und der wird per Hand geschliffen, weil sonst hat man eine Manete. Das ist ein super exklusiv. Ich warte mal ganz kurz, ich will den Igor noch fragen, ob er noch mal so, näher... Du musst kommen, sonst sind wir nicht im Licht. Kannst du kommen? Soll ich mal reinkommen? Ich komme mal rein. Also fangen wir von vorne an? Nee, wir lassen das alles drin. Ich liebe diese Professionalität, wirklich. Das sehe ich ja, also, ganz exklusiver Artikel. Dieser Artikel gibt es nur exklusiv bei Power of Princess. Die beiden mit dem Pink und dem Gold. Das ist wirklich ganz, ganz exklusiv. Ist auch ganz, ganz neu. Und das sind diese Bergamo-Perlen. Ich drehe es mal ein bisschen um. So darf es eigentlich liegen. Wenn wir jetzt einen Tisch hätten, wäre es ja auch wunderbar. Wir machen ein etwas mit Accessoires hier bei dir. Ja, genau. Also wir haben uns vorgenommen, also ein kleiner Spoiler, ne? Aber sonst sagen wir noch nichts, nicht, dass du wieder alles ausplatterst. Ich sag immer was. Wir machen demnächst einen Fashion Haul nur mit Accessoires. Ja. Also jetzt habe ich alle 14 Tage und wir machen das ein bisschen, bauen wir auf wie beim Fernsehen, so ein Tischchen. Ja, jetzt verwirrst du wieder alles. Ach, jetzt fragen, soll ich nie erzählen. Also ich sag's gar nicht. Ohne Tisch machen wir es nämlich, oder? Ja. Nein, wir machen es mit Tisch. Mit Tisch. Aber alles andere. Wir sagen es nicht. Nein. Bleibt geheim, ne? Großes Geheimnis. Ja, also ihr seht, diese Kombination finde ich einfach auch toll. Man kann die Armbänder halt einfach untereinander kombinieren. Es sieht immer toll aus. Ich habe hier noch das Goldene, das kann man natürlich auch zu den Pinken dann super kombinieren. Mega. Kette finde ich zum Beispiel auch mega. Also die Kette ist sowieso ein Must-Have für den Sommer, weil wir haben ja jetzt ganz viel mit Ausschnitt und ich finde immer, die langen Ketten hängen ja dann über den Ausschnitt. Ja. Das macht einfach keinen Sinn, das sieht nicht gut aus. Ich finde, das leuchtet, das gibt deinem Gesicht ein Strahlen, das ist also auch dem... Also ich strahle sowieso, wenn du da bist. Ja, aber auch, weißt du, deinen süßen Kundinnen oder so, das macht einfach das, auch wenn du ein bisschen braun bist im Sommer und auch mit dem goldenen Gürtel, ich finde das wirklich richtig schön. Es ist halt einfach schön. Oder du findest das wieder, ne? Ne, das ist hochwertig, ja, ne? Also es ist jetzt nicht so ein Billigschmuck. Ein bisschen Chanel ist es, ne? Genau. Also es könnte jetzt auch tatsächlich 500 Euro kosten oder 1000. Cartier, Gucci macht die auch. Aber, ja, oder 20.000 dann, ne? Genau. Aber hier haben wir ja andere Preisklassen und sieht halt trotzdem edel aus. Also das finde ich halt einfach. Und ich muss echt sagen, wir haben so viel Erfahrung und ich habe es ja auch durchs Fernsehen und so, weil wir unheimlich picky geworden sind, dass
färbt nicht ab, das geht nicht kaputt. Das ist vergoldet, also Bronze, vergoldet. Die Farbe, die Mattierung, die Plattierung geht nicht ab, sondern ihr habt sehr viel und sehr lange Spaß dabei. Übrigens seht ihr heute auch mal endlich mein Tattoo. Ne? Also ich habe schon Fragen gehabt, hast du dich tätowiert? Ja, ich habe mich tätowiert. Da steht Just Breathe. Okay. Ich habe mich auch tätowiert, soll ich zeigen? Nein. Okay. Wollen wir das sehen? Nein. Okay, Alex, ich lieb dich. Du gehst nochmal aus dem Bild. Ich gehe hier hinten raus. Sonst kommen wir heute auch nicht dran. Ja, ich habe natürlich hier auch nochmal eine mega geniale Hose an. Also ich bin heute auch wieder, also ich bin in den Schmuck sowieso verliebt, schockverliebt, sonst wäre der Alex nicht immer hier. Also ich habe ja, ich liebe diesen Schmuck, ich habe den in allen Variationen und schleppe den. Ich hatte Übergepäck nach Spanien, weil ich so eine Tasche hatte mit diesem Schmuck da drin, die war so schwer. Da habe ich dann gedacht, so, okay, muss ins Handgepäck, sonst geht das nicht mit dem Koffer. Ja, also die Armbänder, da sind ganz viele neue Modelle. Wir werden die euch alle vorstellen oder ich hoffe, dass wir sie alle vorstellen. Ansonsten guckt nochmal im Shop, da sind die alle nochmal von Namen aufgenommen, da könnt ihr die nochmal finden. Und ja, jetzt passend halt hier zu so einer genialen Leo-Hose. Das ist eine Leinenhose, Mädels, aber wie geil mit diesem Leo-Print drauf. Also ich liebe Leo und deswegen habe ich heute auch mal diese Kombi gemacht, weil ich ja immer sage, Leo ist eine neutrale Farbe. Und da könnt ihr sehen, ihr könnt Leo mit jeder Farbe, also könnt ihr jetzt auch ein blaues Oberteil oder ein mintfarbenes oder ein orangenes. Leo geht wirklich mit jeder Farbe. Also ich liebe diese Kombi mit Pink und Leo. Sehr, sehr genial. Da habt ihr einfach noch ein bisschen mehr Farbe. Und ich habe hier nochmal den neuen geflochtenen goldenen Gürtel dazu. Das ist ja auch wieder hier diese Bauchweggeschichte. Das wollten wir übrigens nochmal probieren. Nein, nein, danke. Das war ein Späßchen. Und ich hätte natürlich auch jetzt, wenn es noch ein bisschen kälter ist, oh, hier ist die Etikette noch dran. Das sollte eigentlich nicht sein. Die drehen wir mal rum. Dann hätte ich auch noch so einen tollen Schal. Das ist jetzt nicht wirklich Leo, das ist so ein bisschen wie so eine Marmoroptik, aber passt farblich jetzt ganz toll zu diesen Hosen. Also ich finde auch so kombiniert sehr, sehr edel, wirklich. Also das sind einfach so Outfits, da ist man für jeden Anlass perfekt gekleidet. Und ich hätte jetzt aber auch noch für euch, übrigens hier, ne, bevor ich mich umziehe, nochmal das Strickshirt. Das ist ganz weit, das könnt ihr tragen, mindestens bis 46, also wirklich riesig. Und die gibt es in ganz vielen Farben, da guckt nochmal im Shop. Die haben wir jetzt mal so als Basic aufgenommen. Das ist ein Mikro-Strickshirt, also es ist ganz, ganz dünn, ganz weit, ganz luftig und finde so ein Basic-Ding, was man überall ja, draufziehen kann. Ich hätte aber jetzt auch nochmal die passende Leinenbluse zu dieser Hose und die ziehe ich mir ganz kurz mal über. Ja, ich habe mal richtig fett aufgelegt mit Armbändern. Der Alex kommt auch gleich noch und erzählt euch was dazu. Also diese neuen Armbänder sind echt schon wieder mega. Ich bin schockverliebt. Ja, leider. Ja. Und das auch wieder exklusiv. Ist wieder alles exklusiv. Also die haben wir noch gar nicht offiziell gelauncht. Die sind ganz neu. Und ich finde auch, ich habe gerade von der Seite gesehen, diese Kombination sieht aus wie Saint-Tropez oder ja, wie. Total. Das sieht richtig, richtig edel. Sieht aus, als wäre ich Millionärin. Ja, was meinst du, warum ich hier bin? Fehlt nur noch irgendwie das Geld. Ja, ich habe schon gedacht, ich nehme dein Auto, und draußen mit, aber wie kriege ich nicht? Ich finde es wundervoll und dieser Schmuck ist wirklich, ja, und ist alles echt vergoldet und ja, ich liebe das und mehr ist mehr ist besser. Ja, ihr könnt auch, wie ihr seht, das mal an beiden Armen tragen. Oder an einem, geht alles. Aber ich finde es im Sommer nie too much. Also du kannst dir hier auch noch zwei dazu machen. Ja, aber ist auch schön zum Verschenken oder was weiß ich, Muttertag. Ihr habt die ja jetzt auch im Set, also da kriegt ihr sie tatsächlich günstiger. Wir haben ja immer gesagt, ein Magic Pearl Armband geht gar nicht. Nein. Weint, die sind traurig alleine. Das ist wirklich ganz, ganz traurig. Das ist wie eine Katze, die hat man nicht alleine. Genau. Also ich habe eine Freundin. Irgendwie wird das für einen Sinn machen. Ich habe eine Freundin, meine Freundin Liane. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie verrate. Die hat 60 Armbänder, aber Liane, die hat ihn heimlich. Das weiß ihr Mann. Oh. Lieber Fred, Entschuldigung. Fred, da müsst ihr ruhig. Also liebe Leute, die heißen Fred und Liane. Oh nö, ja, kommt keiner drauf. Dann lass dir doch mal die Armbänder zeigen. Ja, los, komm, mach du was. Ich finde es super, ich finde es toll. Es sieht ganz edel aus und also man kann nicht genug haben. Du verzauberst es auch, du machst es durch deine Person, machst es auch nochmal also ganz special. Also es sieht natürlich mit diesen Klamotten, also ich liebe auch diese Kombi, schaut mal mit der Bluse, mit der Hose. Sehr, sehr edel. Also das schreit nach Saint-Tropez, yes, wie du gerade gesagt hast. Absolut. Oder nach jedem anderen Strand. Also ja, das ja ist einfach ein tolles Sommeroutfit. Und diese Bluse ist mega weit. Die könnt ihr bestimmt bis 48, 50 tragen. Ich weiß gar nicht. Ich mache sie jetzt auch mal raus, damit ihr das mal seht. Schaut mal. Also ein ganz, ganz weites Teilchen. Leinen, sehr frisch für den Sommer. Also Leinen ist ja immer so ein Stoff, den trägt man
im Sommer, weil er halt sehr kalt ist von der Art her und der darf gerne auch verknittern. Ne? Ich habe es jetzt natürlich frisch gebügelt, aber Leinenstoff sieht eigentlich richtig gut aus, wenn der so ein bisschen verknittert ist. Ne? Das ist halt bei aber Leinen kannst du auch mit allem, mit einer weißen Jeans, mit einem Bikini drunter, ja, zum Strand, also das definitiv, ist super. Ne? Also auch die Bluse alleine könnt ihr natürlich auch, jetzt habe ich Igor, hast du da eine pinke Hose irgendwo? Die, genau, gib mir die mal ganz kurz. Damit ihr auch seht, die Kombi andersrum, also ich hatte ja eben das Pinke, könnt ihr natürlich auch so machen, mit einer pinken Hose und dieses Leo-Shirt. Mega, ne? Also diese Kombi mit Farbe finde ich auch richtig, richtig klasse, aber natürlich auch so kombiniert als Anzug. Und da wären wir wieder beim Thema Jumpsuit. Also ich finde jetzt diese Zweiteiler aus dem gleichen Stoff, dann nochmal unterbrochen mit dem Gürtel, finde ich wesentlich figurfreundlicher als ein Jumpsuit. Also da bin ich ja echt dabei dieses Jahr. Es gibt ganz viele diese Kombinationen mit zwei Teilen gleicher Print. Wirklich sehr, sehr genial. So, und jetzt kommt ein absoluter Knaller. Ich ziehe mal rosa an. Ist jetzt nicht ganz pink, aber wir haben dazu so hammergeile Armbänder. Und die zeige ich euch jetzt. Oh, Magic. Magic. Ja, eigentlich hätte der Alex sich jetzt nochmal umziehen müssen. Ja. Rosa Schweinchen anzu. Coco, ne? Coco, ja, nee, rosa hatte ich eigentlich gedacht. Also jetzt passt es nicht mehr so wirklich. Mhm. Aber wie geil ist dieses rosa Outfit? Ich finde, ich habe eben gerade, als du dich umgezogen hast, habe ich natürlich nicht hingeguckt. Aber als du dann fertig umgezogen warst, habe ich hingeguckt. Danke. Also ich finde die Armbänder, wo so auch das Gold von ja, dem. Hammer, mit der oder? Kombination. Also die sind gut. Übrigens auch Disco-Kugel, jetzt exklusiv. Ja, exklusiv. Hat noch niemand. Hat noch niemand. Können wir nochmal drankommen, Eva, dass wir es nochmal zeigen können? Von Namen. So wolltest du es gerne. Und ja, und das ist auch so Multicolor, das Glitzer ist sogar Multicolor. Das ist mega, das sind jetzt matte Perlen. Richtig, ne? Das ist eine Art Kautschuk, das ist auch ganz, ganz hochwertig. Die Perlen wie immer vergoldet, Bronze vergoldet. Und die Disco-Kugel. Und die Disco-Kugel, das macht es halt in der Kombination mega. Zum Beispiel machst du es mal wieder Sonne drauf, ne? Genau. Und dann, wenn man so. Genau, oder wenn du so wie du das hier oben machst, so die Hand so bewegst, das sieht einfach. Und schaut mal, die sind jetzt auch von beiden Seiten mit dem Magic Pearl, das finde ich sehr richtig, schön. Richtig, auch echt vergoldet. Und ja, weil das immer, wenn man das dann gedreht hat, ne, dann war das irgendwie so weg. Ja, ne? Ja, genau. Ja, und hier habe ich es nochmal kombiniert, können wir vielleicht auch nochmal dran. Ja. Ich weiß nicht immer, ob man es in der Kamera sieht, ich habe hier nochmal das Tricolor um. Finde ich auch immer gut, das ist dieses Cartier-Ding. Das ne? ist dieses die Cartier-Ding mit den drei Farben, also das ist. Das war ja auch lange ausverkauft, ist jetzt wieder on stock, Mädels. Also ihr könnt hier wieder Gas geben. Vollgas. Und ich finde das perfekt kombiniert zu diesem rosanen Armband. Ja. Auf dieser Seite hatte ich es jetzt mal so mit dem einfachen goldenen, pass auf. Genau, ich finde es halt so cool, wenn du dann, weißt du, dann die Plakette liegt da drüber, so ein bisschen kleiner Fall. Glücksbringer und dann die beiden, das ist einfach tolle Kombi. Ja. Und wieder, also ich stehe so ein bisschen Schakalack, ne? So ein bisschen wupa, wupa, wupa. Ja, und ich stehe jetzt gerade so auf beide Arme, ne? Also irgendwie, wenn man keine Uhr... Ich stehe auf zwei Arme. So. Ja, ja, ich stehe auf zwei Beinen. So, ne? So. Nee, ist cool. Also ist wirklich richtig genial. Ich finde die mega mit dem Rosa. Also das ist, wir hatten das ja im Winter schon mal mit dem Schwarz. Ja, ne? Und jetzt die Sommer... Kann man ruhig auch sagen. Wo kommt die Idee her? So, mach weiter, Baby. Ja, also man muss sich ja nicht selber beweihräuchern, aber tatsächlich war die Idee von mir, wo ich gesagt habe, ja, wir machen das einfach mal, ne? Und ja, ich bin auch dankbar. Ja, genau. Das mega Geschmack. Wir machen das immer gerne zusammen, deswegen wollen wir jetzt auch mal was zusammen machen, weil eigentlich sollten wir heiraten, aber irgendwie... Sind wir noch nicht so weit gekommen, ne? Sind wir noch nicht so weit gekommen, geht nicht. Ja, zum Outfit. Rosa, Mädels, was haltet ihr davon? Also ich finde mega und jetzt mit den Armbändern und so ein bisschen mit Gold kombiniert. Sehr, sehr edel, eine wunderschöne Farbe jetzt. Frühling, Sommer könnt ihr immer tragen. Ein ganz bequemes T-Shirt. Ja, so ein Normalo-T-Shirt, aber trotzdem hier nochmal mit so einem goldenen Print und ein paar Blümchen. Dann wird es gleich wieder irgendwie hochwertig und ein bisschen edler gemacht. Und mit dem goldenen Gürtel, finde ich, ist es auch echt immer nochmal schöner, als wenn man sich das Shirt jetzt einfach so hier in die Hose steckt. Die Hosen, Glanzhosen, gibt es ab sofort, das hatte ich jetzt in einem kleinen Video auch schon mal gesagt, ohne Taschen in allen Farben und jetzt auch ganz neu hier mit den aufgesetzten Taschen als Cargohose. Und ihr könnt die immer so ein bisschen länger tragen oder ihr könnt die euch auch einfach nochmal hochkrempeln. Und dann ist es so ein bisschen eine Bermuda. Also jetzt, wenn ihr natürlich bei 30 Grad in der Türkei rumlauft, dann ist es ja wahrscheinlich schöner, wenn man sich hochkrempelt. Ich hätte jetzt auch gerne braunere Beine mitgebracht von Spanien, aber ich hatte 10 Tage nur Regen. Also es war wirklich eine Vollkatastrophe. ja, leider keine Sonne, aber... Und leider auch keine Erholung, weil wenn keine Sonne ist, dann muss man ja so irgendwie viel unternehmen. Also das hätte ich mir auch anders gewünscht, aber gegen das Wetter kann man leider nichts machen. Ne? Aber wenn ihr jetzt irgendwo hinfliegt, dann habt ihr bestimmt mehr Glück und dann sind natürlich die kurzen Hosen
ein absoluter Begleiter für den ganzen Sommer. Ganz kalter Stoff, ne? Dadurch, dass das dieser Satinstoff ist, also ist eine mega Hose, die ihr den ganzen Sommer übertragen könnt. Guckt bitte nochmal im Shop, da sind die ganzen Farben mit drin. Und wir machen weiter mit einem Tunika-Kleid. Ich ziehe mir jetzt eine Strumpfhose an, ne? Weil das geht sonst gar nicht mit meinem weißen Weiß. Ja, die Kleidersaison ist ja diese Woche offiziell eröffnet. Das Wetter ist toll. Jetzt kann man endlich wieder die Tunika-Kleider rauskramen, die man noch hat, oder sich ein neues kaufen. Denn es gibt natürlich jedes Jahr irgendwie wieder geniale Prints, wie dieses hier zum Beispiel. Sehr genial, diese Kombi mit zum Beispiel dieses Babypink und Leo. Also das ist richtig, richtig genial. Habe ich so eigentlich noch nicht gesehen, mal was ganz, ganz Neues. Ich zeige euch das auch gleich noch in Khaki und in Schwarz. Also wer es jetzt nicht pink möchte, der hat natürlich auch noch die Auswahl für was anderes. Aber wie genial ist diese Tunika wieder zu diesen tollen Armbändern in Rosa. Also ich bin schockverliebt, oder Igor? Würdest du mit mir so ein Eis essen gehen? Ja, den Alex haben wir gerade mal rausgeschmissen, der redet uns zu viel. Wir kommen nicht vorwärts. Nein, das ist natürlich ein Scherz, also er kommt gleich wieder. Aber wir machen jetzt mal einen ganz kleinen Schnelldurchlauf mit den Tunika-Kleidern, damit wir hier ein bisschen vorwärts kommen. Toll zu den Kleidern natürlich auch dann immer die Handykette nochmal. Die habe ich auch wieder im Programm hier in diesem Champagner. Schaut mal, wie toll das alles zusammenpasst. Also das ist wirklich mega. Ich habe jetzt die Kette nochmal umgelassen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das umhabt, auch die Kette einfach weglassen. Also jeder so, wie er mag. Und ihr könnt diese Tunika-Kleider auch immer noch toll kombinieren mit einem Gürtel drum und dann diese Netzpullover, so wie ich das diese Woche auch anhatte. Also ganz tolle Kombimöglichkeiten. Oder die Tunika jetzt einfach über so eine kurze Hose, dann ist man noch mal ein bisschen angezogener, wenn es jetzt nicht ganz so warm ist. Also da habt ihr 1000 Möglichkeiten, Jeansjacke drüber, dann ist man fertig. Also ich finde die Kleider mega, könnt ihr tragen bis 44 mindestens, die sind auch wirklich schön weit. Und ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen. Das ist so irgendwie der Schnitt, den man schon kennt, aber sehr luftig und genial. Und es gibt die noch in zwei weiteren Farben. Und zwar das Schwarze. Ja, Mädels, also ich bin ja bei Schwarz auch immer dabei. Und dann mit den ganzen goldenen Armbändern. Mega. Und ich habe es auch nochmal in Khaki. Also das finde ich auch sehr genial. Und Khaki, also ein helles Khaki, kommt jetzt gerade auch sehr stark. Also da werde ich noch mal gucken. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Farbe findet. Aber ich finde im Sommer Khaki und dann mit Beige und diese ganzen Naturtöne auch eine wunderschöne Sommerfarbe. Ich hatte euch noch vergessen zu zeigen, das Coco-Shirt habe ich hier noch mal hängen. Natürlich gibt es es auch in Schwarz. Also wer Lust noch mal auf sowas hat, aber sagt, nee, in Rosa muss es nicht unbedingt sein. Schwarz mit der schwarzen Glanzhose, ne? Dann wird es so ein bisschen schlichter. Auch sehr genial in dieser Farbe. So, dann geht es gleich weiter. Wir bleiben natürlich bei Pink. Nochmal ein neuer Print. Ja, nochmal so eine geniale Tunika, auch mit Leoprint, aber in diesem tollen Pink. Also ich finde, es muss auch nicht immer schwarz sein. Also ich liebe schwarzen Leo, also den typischen Leo. Aber dieses Jahr bin ich definitiv auch mal dabei mit Farbe. Das ist einfach mal eine ganz andere, neue Variante und finde ich sehr, sehr cool. Und ihr könnt das toll, wie ihr seht, mit einer Jeansjacke kombinieren. Diese hier ist übrigens neu. So ein bisschen kürzer, hat einen Dreiviertelarm, also schon so ein richtig schönes Sommer-Jeansjäckchen. Schaut mal die Knöpfe, so ganz tolle Herzknöpfe mit Perlen besetzt, also wirklich sehr edel gemacht. Da passen jetzt natürlich auch wieder die tollen Perlenarmbänder hier vom Alex mit dazu. Oder ihr könnt bei uns im Shop auch einfach mal gucken, also wir haben ja 1000 Perlenarmbänder. Und ich fände jetzt auch sehr geil, also man kann es entweder hier wieder mit Rosa kombinieren oder Alex, du darfst nochmal rein. Ja. Ich habe eben vorhin gehört, was du gesagt hast. Ich sollte weggehen, weil ich so viel rede. Guck mal, das ist jetzt schon die Kette. Das ist eine neue. Genau, das 16 ist die neue. mm Perlen. Haben wir noch nie gehabt. Die habe ich da noch hin, genau. Aber die hast du ja schon um. Genau. Also das ist die echt liebe ich. Das ist, mega, auch, ne? Das ist auch was Richtiges. Ne? Ja, und das kannst du auch hier. Ja. Soll ich mal ummachen? Ja, los. Ja, darf ich einfach so? Mach mal. Ach, übrigens, ne? Hier mal meine Freundin Liane auch wieder. Also die ist ja total hier auf den Perlenketten. Ja. Die macht die als Kette um. Also finde ich auch gut. Die sich diese kann man auch doppelt machen. Wie sagt man, das gibt da Begriffe. Ja, guck mal, so sieht es aber auch gut aus. Nee, aber auch wirklich in langen, weil ich liebe lange Ketten. Also ich finde, eine Kette hier geht gar nicht. Also irgendwie sind die meistens zu kurz. Also es ist wirklich schön. Und wir haben jetzt die Armbänder. Jetzt schmeiße ich die mal. Nee, wir machen das heute. Ich schmeiße normalerweise immer alles weg, aber heute schmeißen wir gar nichts weg. Nee. So, und jetzt würde ich dann hier nochmal so ein goldenes mit rein kombinieren. Ja. Du bist ein Kombinierer, ne? Ich bin ein totaler Kombinierer. Also bei mir muss das immer alles irgendwie.
Und dann finde ich das sehr edel. Ja. Also richtig viele. Und jetzt schaut mal, der Alex hat Charles mitgebracht. Ja, ich, das liebe ich. Komm, also, jetzt einmal das machen wir jetzt einmal kurz. Ja, ne? Einmal machen wir das. Ja. It's guck mal, it's absolutely magic. Yeah. Also total genial, ja, diese Herzchen-Charles mit Magic. Da steht an der Seite Love Life. Also ja, besser kann ein Schal nicht sein und nee, ausdrucksvoller. Und der passt auch. Also ihr könnt hier wirklich auch bunte Kombinationen machen. Also schaut mal auf aber die auch Jacke. Aber guck mal, mit dem Arm, wenn du den Arm so oben lässt, wie es gerade gemacht hast, das ist mega cool. Müssen wir noch ein Bild machen. Ja, also ist richtig, richtig. Aber ich finde es auch mit der Jeansjacke, guck mal, wie geil. Ja. Wenn du nur jetzt mit einer Hose auch normal. Aber der Schal macht was. Also haben wir gerade, wir haben noch eine Witze eben noch gemacht. Der Schal tut was für dich, ne? Der tut was. Ja, haben wir gesagt. Haben wir gesagt. Wir haben gerade geschätzt. Ja, ja, wir gesagt, haben darüber gelacht, aber das ist wirklich so. Manche sagen, siehst du an, siehst du aus wie so ein, was weiß ich, und dieser macht was. Ne? Der macht aber die Armbänder machen auch was. Also ne? Die machen einfach gute Laune, weil die hier farblich. Und den gibt es ja noch in. Nein, den stellen wir gleich vor, den habe ich schon da hängen. Ich lasse dich wieder in Ruhe, weil sonst höre ich gleich wieder das Minus 25 Minuten, weil es zu lange geht. Also den gibt es jetzt in diesem Grau, da finde ich ihn tatsächlich zur Jeansjacke sehr stimmig. Den gibt es aber auch mit einem weißen Hintergrund, den zeige ich euch gleich nochmal. Und dann die Armbänder dazu, it's magic. Also es ist einfach total toll, ne? Ja, es ist auch richtig Sommer. Es ist wieder eine richtig schöne, Sommer. Also ich muss dich da echt mal loben, du hast eine richtig geile Kollektion mitgebracht. Dankeschön. Finde ich mega cool. Und ja, und viele Sachen jetzt exklusiv bei uns, das ist natürlich... Aber du machst auch viel für mich, also für uns, dass du viele gute Ideen hast. Ja, wir sind immer so ein Team, ne? Und auch ein super Team. Und was du auch eben gesagt hast, auch gerne mal bei dir im Shop schauen, weil auch die Perlen, die wir als Basic haben, kannst du natürlich mega kombinieren. Das haben wir heute gesagt, ne? Also wir haben ja auch Schmuckstücke, die sind eben nicht von Magic Pearl, aber auch da kann man so tolle Kombis. Also ich habe das ja selber manchmal dann dann denke ich so das und das. Ganz im Gegenteil. Und ich habe auch nichts, wenn jemand was Ähnliches macht oder so. Also ich finde, der Look muss es machen. Und ich finde es auch bescheuert, wenn jemand sagt, ich muss nur Chanel anhaben und du siehst aus wie ein Sack Kartoffeln. Ja, sondern genau. Ich finde, du kannst eine Zara-Hose mit einem Louis Vuitton, du kannst die Kombination und dieses Gefühl, was du da reinsteckst, ist halt wirklich, das ist wirklich Magic. Ist so. Das ist auch schön. Und was ja auch toll aussieht, ist, wenn man zum Beispiel hier so eine teure Uhr hat und hat dann so einen Arm. Mega, so, ja, also ja, ich genau. Ich meine, das, natürlich hat man nicht... Ja, guck mal, ich habe keine teure Uhr, aber man kann... Man hat eine billige, geht auch. geht auch. Alex, alles du gut. Weißt, was ich meine, oder? Ja, ich wollte euch das Kleid noch mal ganz kurz auch in Schwarz vorstellen. Schaut mal, und natürlich auch hier, ne, kann man mit einem bunten Schal ganz viel machen. Den gibt es nämlich auch nur in Pink und nur in Orange, den zeige ich euch gleich. Aber hier diese Tunikas, wer es nicht ganz so bunt haben möchte, hat die hier auch in Schwarz nochmal mit so Camel abgemischt, finde ich auch sehr schön. Und ich zeige euch auch gleich noch eine weitere Tunika, dann sind wir nämlich mit den Tunikas durch. Ja, ich habe hier mal eine ganz langweilige Tunika, also ich nenne es einfach mal so, also Tunikas sind ja immer irgendwie, wenn sie so schlicht sind, auch toll, weil man sie zu allem kombinieren und tragen kann. Aber ich habe die jetzt hier mal so ganz anders kombiniert, also mit so einem Netzpullover wieder. Der ist ganz, ganz weit. Schaut mal, ein neues Teil, mega Teil. Könnt ihr tragen, ich weiß gar nicht bis zu welcher Größe, also es ist echt groß. Also ja, das wird dann halt ein bisschen kürzer, aber dann kann man das ja zum Beispiel auch mit einer Tunika oder mit einem Hemd noch verlängern. Also ein mega Netzpullover in so mehrfarbig, da ist auch dieses Babypink mit drin. Und ich habe es jetzt mal über die Tunika, so wie ich das immer mache, mit einem Gürtel kombiniert und dann wird es so ein bisschen bunter und natürlich mit den bunten Perlen vom Alex wird es auch nochmal bunter und ich bin jetzt echt ein Freund von beidarmig. Mega, also ich finde das total genial und dazu habe ich hier nochmal, das ist eigentlich, ich mache es ja auch gleich nochmal ab, eine Handykette, aber wie der Alex gerade gesagt hat, auch so zweilagig, sehr genial, nochmal kombiniert mit der goldenen Kette und why not, ne? Also mehr ist mehr. Ja, ich liebe das. Und man hat immer so Rhythmen, genau. Jetzt ist echt dieses Jahr wird super schön bunt und das darf macht ja das Spaß. Sein. Ja, also das ist diese Tunika übrigens, also so ein ganz schlichtes Teil gibt es hier auch in Schwarz nochmal. Aber ich finde es jetzt mit dem Pullover kombiniert mega. Einfach mal was anderes und das ist diese Handykette. Die könnt ihr natürlich auch dann hier lang tragen. So. Das ist schön mit diesen echten Perlen dazwischen, mit diesen kleinen buntfarbenen Perlen ganz, dazwischen. Wirklich ganz, ganz toll. Und die hat auch nochmal so bunte Knoten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wieder in der Kamera nochmal sieht. Können wir vielleicht mal versuchen. Die hat zwischen den Perlen nochmal so was aber noch schöner ist, bunte ist die, Knoten. Ja, ne? Das, was ich dir gesagt habe, was wir mit, am Hand, Verschluss, was genau. wir mit Hand gemacht haben, am Verschluss. Das finde ich halt, und das hast du ja bei der dicken auch, das muss ich echt unbedingt mal zeigen. Ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben, aber das finde ich halt, das macht die Kette nochmal so viel wertiger. Guck mal, darf man das so zeigen? Ja, guck mal, wie cool das ist, oder? Das ist alles per Hand gemacht
Und es ist Edelstahl, das verliert nie die Farbe, auch die Perlen nicht. Und schaut mal, ihr habt immer dieses Plastikteil dabei. Mhm. Das ist, damit man das ins Telefon reinmacht und dann kann man das auch an jedes Telefon anschließen. Halt, ne? Wie niedlich das ist, finde ich so schön. Ja. Also oder? Die ist übrigens Silber und die Gold. Ne? Das tatsächlich, jetzt, mal, ja, nee. Jetzt, wo du sagst. Nee, ich bin auch ein bisschen dankbar. Manchmal. Ja, es gibt ja Leute, die stehen auf Silber, es gibt Leute, die stehen auf Gold. Aber so wie du es eben umhat, sieht man es natürlich. Genau, also man sieht es gar nicht, also da wäre es jetzt tatsächlich egal. Aber ja, manche legen da ja Wert drauf, ne? Dass sie dann alles in Silber oder alles in Gold. Aber mittlerweile kann man alles untereinander kombinieren. Also man muss da überhaupt nicht mehr Rücksicht drauf nehmen. Und ich dachte, muss ich unbedingt was sagen. Jetzt kommt er schon wieder. Jetzt kommt der Professor aus der Ecke kommen. Also ich stehe so oft auf dem Surfcup oder so. Und dann kommen wirklich, und ich liebe euch alle. Also ich bin wirklich ein Fan von deinen Fans und so. Aber diese Leute, ich trage nur Silber und ich bin ja auch ein Silbertyp. Da kriege ich einen Vogel. Sondern Leute, zieht das an, was euch gefällt, die Kombination, die seht ihr, seid verspielt, habt nicht so ein Gesetz im Kopf, nur Gold oder man trägt dieses Jahr nur Gold, was für ein Nonsens, sondern tragt das, was du gut fühlst. Also ihr habt ja auch oder dich wohlfühlst, oder dich unbedingt wohlfühlst. Ihr habt ja auch alle Perlen kombiniert, das Trikot sogar, das gibt es ja wirklich selten. Ja. Und ich muss sagen, ich kombiniere auch ganz, ganz oft Gold mit Silber. Ja, aber also, du bist auch, das finde ich auch so faszinierend, du kommst hier rein und fasst die Sachen an und so. Und das seid verspielt, wie ein Workshop. Baut euch eure eigenen Armbänder, macht euren eigenen Style. Ja. Wenn ich Igor da sehe, das ist so ein Deutsch-Hip-Hop-Junge und der zieht sich auch Deutsch-Hip-Hop-mäßig an, aber das ist sein Style und das finde ich halt cool, wenn man... Igor, jetzt wollen alle dich sehen. Ja, ja. Ich gehe jetzt mal raus. Igor, der ist Igor. Ja, aber heute ohne Perlen. Stimmt, Igor, den müssen wir eigentlich auch noch nicht. Also ganz, ganz wichtig, also das, was wir machen, ist eine Inspiration, also wie man es machen kann, man kann alles machen, das sollte man auch, also macht feel free. Yes. Summer 2024. Seht ihr jetzt, warum ich den Alex ab und zu mal rausschmeiße? Ja, ich kann mich selbst nicht mehr hören. Ja, der hat morgens immer um 9 Uhr trinkt er immer Sammelwasser. Kennt ihr das? Heute schwimmt sowas komisches. Merkst du das? Ja, Tunika-Kleider sind durch. Ich ziehe jetzt einmal für euch Neonpink an. Und da habe ich den Megaschal vom Alex dazu. Ja, jetzt habe ich ein Outfit mit Wow-Effekt. Also das ist ja schon richtig geil und knallt richtig, Mädels. In Neon mal diese tollen Strickjacken. Ich bin immer wieder schockverliebt in diese Jacken. Die muss ich euch unbedingt empfehlen für den Sommer. Das ist meine absolute Sommerlieblingsjacke. Die wird gerade im Moment noch getoppt von dieser Lieblingsjacke. Also die habt ihr ja gefeiert. Ich weiß auch nicht, wie viele wir davon nachgeordert haben. Die ist natürlich auch mega mit den kurzen Armen, aber auch diese neue mit dem Lochmuster, die ist nicht wirklich neu, aber jetzt die Farben sind zum Beispiel neu, die habe ich immer im Sommer im Programm, weil das ist so ein mega Jäckchen. Das ist, als wenn man nichts anhat, aber für etwas größere Größen ist das so ein tolles Teil zum Kaschieren. Also man sieht hier keine Röllchen und kann irgendwie viel damit machen. Und es ist doch im Sommer so, wenn man ein Kleidchen anhat, abends noch mal so ganz bisschen, dass man noch mal ein bisschen mehr anhat. Also ich finde die Dinger mega. Gibt es in ganz vielen Farben. Ich habe die hier für euch schon mal hängen in weiß, in hellblau, in beige. Oder ist es grau? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist beige. Oder nee, ist es grau? Igor? Grau. Ist grau, ne? Dann gibt es die aber auch in beige, in schwarz und jetzt ganz neu in diesem Neon-Pink und in Neon-Orange. Die ziehe ich gleich auch noch mal für euch an. Ich wollte euch aber jetzt erstmal noch diesen coolen Schal hier wieder dazu zeigen vom Alex. Also die passen jetzt wirklich perfekt auch zu diesen coolen Sneakern. Ich habe die wieder ergattert, Mädels, in Neonpink. Also da müsst ihr richtig Gas geben, wenn ihr da einen wollt. Die sind immer sofort ausverkauft. Und die passen jetzt perfekt hier zu diesem geilen Magic-Schal. Ich mache den jetzt auch nochmal ab, damit ihr den nochmal seht. Also die sind wirklich so genial und machen gute Laune. Riesig. Soll ich einfach gucken, habe ich es jetzt richtig rum? Nee. Magic steht auf dem Schal. Love Life. Also wenn das nicht mal irgendwie ein guter Laune-Schal ist. Und der passt jetzt natürlich toll zu diesen Schuhen. Also ihr könnt da alles. Ihr könnt jetzt auch noch mit dickeren Jacken, wenn es noch ein bisschen kalt ist, eine schwarze Jacke, pinke Sneaker, pinker Schal. Und dann seid ihr richtig cool drauf, finde ich. Ne? So, und ich habe hier noch, also die Hose kennt ihr schon. Das ist die Glanzhose in kurz. Und ich habe hier nochmal so ein ganz witziges Stricktop. Das ist tatsächlich so, ich habe jetzt hier meinen nicht so wirklich sexyen hautfarbenen BH drunter, deswegen zeige ich euch das jetzt nicht ganz. Also es ist hier so eigentlich einfach nur so ein Trägertop. Könnt ihr aber super unter diese Strickjacken tragen und ist hier unten vor allen Dingen ganz schön weit. Das finde ich immer toll,
Da sieht man halt dann auch wieder das Bäuchlein nicht. Und ich habe natürlich auch heute ein Angebot für euch. Und zwar schaut mal, ich habe hier nochmal so bunte Perlen. Und wenn man nicht ganz genau hinsieht, könnte man meinen, die wären vom Alex. Aber das sind sie nicht. Die habe ich für euch eingekauft. Und sind matte Perlen, aber ein ganz, ganz tolles Teilchen. Und die könnt ihr super abmischen mit den Armbändern vom Alex. Dann schaut mal, wenn ihr hier noch so ein goldenes dazwischen macht, dann wird das sehr edel. Auch mit diesen bunten Perlen. Und die bekommt ihr heute von mir dazu geschenkt. Ab einem Bestellwert von 150 Euro habt ihr in der Bestellung dieses Armband mit drin. Und jetzt muss ich noch mal was zu diesen Bestellungen oder immer zu diesen Gratisgeschenken sagen. Ihr habt auf unserer Seite unten rechts einen grünen Button und da müsst ihr diese Gratisgeschenke mit reinlegen. Ihr habt ganz viel kommentiert, ja, mein Geschenk ist nicht mitgekommen, weil es eben auch nicht im Warenkorb liegt. Also ihr habt da unten immer diesen Button und da könnt ihr drauf gehen und legt euch das Gratis-Armband mit in den Warenkorb. Ab 150 Euro gratis, wenn ihr es vorher reinlegt, dann wird es halt einfach berechnet. Und ihr habt natürlich auch ab 150 Euro den Versand frei. Also ich würde euch das heute dringend empfehlen, denn das Armband würde ich mir nicht entgehen lassen. Vielleicht nehmt ihr eins gratis und kauft euch noch eins dazu, denn so kombiniert finde ich es natürlich mega. Also es ist wirklich ganz, ganz toll jetzt zu den ganzen bunten Sachen, die wir heute hier auf dem Programm haben. So, und jetzt ziehe ich noch mal ganz kurz die orangene Variante an, denn da haben wir auch den passenden Schal dazu. Ja, Mädels, schockverliebt in den Alex und in mein Outfit. Also ich finde mit Orange Leo Hammer. Das ist wirklich hier der Oberburner. Also das nehme ich sofort mit nach Hause und ich bin echt normalerweise kein Farbtyp, aber ich liebe es, wenn man Farbe dezent nur an Accessoires, Schal, Gürtel, ne? Also hier nochmal das Jäckchen, das macht es natürlich, also das sieht richtig, richtig klasse aus. Und ich habe hier nochmal diese zweiteilige Kombination, diesmal mit dem T-Shirt. Ich ziehe es auch gleich nochmal aus, dann könnt ihr es nochmal sehen. Also ich bin verliebt in diese Kombis und bin tatsächlich, also ich wollte jetzt gerade sagen, total gegen Jumpsuits, aber das will ich natürlich nicht. Also wenn ich einen schönen finde, wie beim letzten Mal, dann bin ich die Erste, die da drauf abfährt. Ich finde die wirklich richtig geil, aber ich glaube, es macht eine bessere Figur mit so einem Zweiteiler. Also ich bin echt happy, dass sich das jemand jetzt ausgedacht hat, immer die beiden Teile im gleichen Print. Und dann sieht es eigentlich aus wie ein Jumpsuit, weil wenn man so Größe 40, 42, 44 hat, dann sieht ja auch ein Jumpsuit nicht wirklich gut aus ohne Gürtel. Ne? Also ich würde es jetzt tatsächlich, ich gehe diesen Sommer mal auf die Zweiteiler. Und ihr schreibt mir in die Kommentare, wer geht mit. So, ich habe hier nochmal Magic Pearl Armbänder, auch ganz neu in Orange mit Silber kombiniert. Schaut mal, auch die sehr, sehr genial. Wenn die Sonne drauf scheint, dann werden die natürlich auch nochmal, oder sind das jetzt diese Metallic? Nee, das ist Magic Pearl. Ne? Das ist Magic Pearl, also wenn die Sonne drauf scheint, dann werden die auch so richtig knallig und dann passt das natürlich auch wieder mega hier zu diesem Ganzen in Orange. Die Jacke habe ich euch schon gezeigt in allen Farben, das ist das Magic Pearl oder das Magic Halstuch nochmal in diesem Neon-Orange. Also das ist ja auch so eine Farbe, die macht richtig schön braun. Ne? Also wenn man jetzt mal braun ist und dann so ein Halstuch um hat. Ihr könnt das natürlich auch mit bunt kombinieren. Schaut mal, das wäre übrigens jetzt der Zweiteiler nochmal in weiß. Und dann hier diese bunte Kombi, auch richtig genial. Da habt ihr natürlich den Vorteil, da könnt ihr entweder pink oder orange oder blau oder grün oder was auch immer dazu machen. Aber man muss dann, wenn wir nachher... Er kommt wieder. Er sollte eigentlich nicht ins Bild kommen, weil es dann dauert. Ja, er hat schon in der Ecke gehangen. Wann darf ich wieder ins Bild? Wir haben den bunten mit grau, den bunten mit Champagnerweiß, in pink-weiß und in orange-weiß. Nur damit es nachher im Shop nicht durcheinander geht. Aber jetzt halt das doch wenigstens mal vernünftig. Oh, Entschuldigung. Du hast den anders. Ich schleiche mich schon ins Bild und dann mache ich noch alles falsch. Ne? Dann hier so also das, ja. Ne? Diese wundervolle. Ja, also vier Farben. Ne? Jetzt orange, bin ich schon wieder weg. Orange, pink, weiß mit bunt oder also creme-weiß ist das ja. Genau. Das ist hier auch diese Farbe. Und die graue Variante fand ich eben sehr schön auch zur Jeansjacke. Ja, also da passt das tatsächlich. Oder hier ist das natürlich sehr genial. Und ich zeige euch jetzt nochmal diese Variante an meinem Jumpsuit. Das ist der neue Gabi Jumpsuit. Gibt es in ganz vielen Farbvarianten und ihr habt da immer die Auswahl zwischen dem Top oder dem T-Shirt und die Hose dazu. Das gibt es im Blau und ich habe gerade hier gesehen, wie genial passt bitte auch diese Strickjacke über diesen blauen Jumpsuit. Also es ist ja so ein Fake-Jumpsuit eigentlich. Ne? Also zwei Teile und dann sieht es aber aus wie so ein Jumpsuit, das wäre jetzt nochmal hier meine Empfehlung im Blau. Sehr genial, da könnt ihr natürlich auch perfekt noch eine Jeansjacke drüber kombinieren.
Dann haben wir den noch in Mint. Weiß habe ich euch gerade gezeigt. Und das ist das Beige, was ich anhabe. Und natürlich das Pink von ganz am Anfang. Also sehr genial, auch mal diese Leo-Varianten mit Farbe. So, dann habe ich hier noch ein Outfit. Das zeige ich euch jetzt mal nur so auf dem Bügel, weil die Zeit rennt uns schon wieder davon. Ach, guck mal hier. Das ist ja auch witzig, ne? Das könnte man auch gleich wieder zu der Hose kombinieren. Einfach so ein beigefarbenes Unter-T-Shirt drunter. Dann habt ihr hier nochmal die gleiche Farbe. Nicht zusammen gekauft, passt aber zusammen. Auch sehr geil. Aber ihr habt hier nochmal so ein Netzteil jetzt mit Leo. Könnt ihr natürlich auch toll nochmal mit so einer pinken Hose oder jede andere Farbe kombinieren. Ich ziehe das auch nochmal für Fotos an, dann könnt ihr es im Shop nochmal sehen. Aber heute ist es, glaube ich, schon etwas länger geworden. Und ich möchte noch ein Teil euch vorstellen. Ach, und guck mal die T-Shirts. Und küssen. Und küssen, auch das kommt auch noch. Und die T-Shirts habe ich noch nicht gezeigt. Oh. Also jetzt machen wir erstmal ganz kurz den pinken Fake Jumpsuit, da ist er wieder. Und dann gucken wir, was wir hier noch auf der Stange haben. Ja, nochmal ein Fake Jumpsuit. Ich bin schockverliebt, Mädels. Also diese Teile sind einfach genial. So Zweiteiler. Ich bin damit definitiv besser beraten als mit einem Jumpsuit. Und ja, mega. Sieht genauso aus. Ich habe hier nochmal eure Lieblingsjacke drüber geschmissen. Das ist ja hier wirklich so ein kurzärmeliges Jäckchen. Aber das macht wirklich alles nochmal so ein bisschen angezogener. Kaschiert sehr schön alles, was man zu kaschieren hat und ja, macht irgendwie schlank, weil es lang ist auch. Ne? Also es ist auch so ein bisschen so ein Strecker. Also es ist ein sehr geiles Jäckchen. Also ich glaube, die werden wir den ganzen Sommer im Programm behalten. Denn ich glaube, wer eine gekauft hat, der kauft sich hinterher noch die anderen Farben. Also ich liebe das Jäckchen jetzt schon. Ja, und der Zweiteiler, das ist halt hier einfach so ein weites Top ohne Arme. Hat dann hier hinten nochmal, das muss ich euch jetzt mal zeigen, jetzt muss ich mal meinen Träger nochmal verstecken, der ist gerade rausgerutscht. Das wird hier hinten nochmal so gebunden mit einer Schleife. Also ich finde auch sehr nice gemacht nochmal am Rücken, wenn ihr euch die Haare hochsteckt im Sommer. Das ist ja dann bei Hitze sowieso angesagt, dann hat man hinten nochmal so ein schönes Schleifchen, finde ich auch sehr schön. Und der goldene Gürtel passt natürlich wieder perfekt. Ihr könnt aber auch einen weißen Gürtel da drauf kombinieren. Das würde natürlich auch gehen. Und jetzt schaut mal bitte diese tollen Armbänder nochmal, auch ganz neu und exklusiv bei uns. Ja. Richtig, Alex? Ja. Ja. Und ich habe mir das gerade nochmal erklären lassen. Also da ist ja immer eine Perle, ist Magic Pearl, die leuchtet tatsächlich. Und die zweite ist aus Italien. Ja, guck mal, die sind so ein bisschen, die sind so durchscheinend. Sieht ein bisschen aus wie ein Plexiglas, aber es ist tatsächlich ein Harz. Und dadurch wird es, leuchten die Perlen, die Magic Pearls, noch mehr, weil die Partnerperle im Grunde Licht durchscheint. Ja, sehr genial. Also auch wieder so eine ganz, ganz neue Kreation nochmal. Ja. Und also ich finde die mega. Das hat eine ganz edel ist das. Ja, genau. Ganz, also es wirkt halt einfach wirklich toll. Und den Artikel gibt es nur bei uns. Also das, ja, den haben wir produziert. Also ganz, ganz toll. Und jetzt erstmal exklusiv bei uns. Ja, also haben wir erstmal diese pinke Variante. Und die hatten wir ja vorhin auch in beige. Ne? Ja. Also das ist das gleiche. Könnt ihr auch beige. Champagner, Champagner. Weiß, Coconut gibt es auch. Ja. Ja, sehr, sehr genial. Also da habt ihr immer passend jetzt nochmal die Armbänder. Und ich finde es passt zu unserer Mode wie die Faust aufs Auge. Ich fand das, aber jetzt, also es war alles super schön. Ist super schön, die Kombis, die wir heute hatten. Also ich bin schockverliebt in die ganze Kollektion. Und ich habe jetzt noch ein paar Sachen hier auf dem Ständer. Die muss ich euch noch mal zeigen. Ich mache davon noch Fotos, versprochen. Es ist keine Zeit mehr, aber ich habe hier noch so geile Teilchen, die muss ich euch zeigen. Schaut mal, dieses T-Shirt, also das ist so hammergeil. Auch mit diesen Perlen noch mal als Brille. Da kann man toll noch mal ein weißes Perlenarmband mit Gold oder so kombinieren. Dann seid ihr hier der absolute Hingucker. Das sieht so ein bisschen Kenzo-mäßig aus. Ja. Die haben ja auch immer diesen Löwenkopf. Also sehr, sehr geil. Dann habe ich hier mal die kleinen Handtäschchen für euch. Auch passend jetzt zu diesen, das ist ja hier so ein Bubble Pink, würde ich sagen. Oder wie sagt man denn? Baby Pink, ne? So. Und ich habe hier auch nochmal den kleinen VW-Bus. Das wäre jetzt eher so Igor Nixon. Das ist mein Ding, ne? Das ist dein Ding, ne? Ja. Du musst deine Frau mitnehmen, ne? Wir brauchen immer so ein bisschen unterwegs. Samba. Also sehr geil, ja, das macht halt hier so ein bisschen wie Hobby. Surferlaune, ne? Also da guckt bitte nochmal im Shop. Wir haben ganz, ganz viele neue T-Shirts für euch auf dem Programm. Und ich hätte noch eine Bluse, die hätte ich euch echt gerne noch gezeigt, weil die ist wunderschön. Schaut mal hier, wie edel mit der cremefarbenen Glanzhose, aber keine Zeit mehr. Schaut es euch auf den Fotos an, die mache ich auf jeden Fall noch für euch. Und dann ja, würde ich mir das Blüschen, glaube ich, auch nicht entgehen lassen. Das ist richtig schön weit und luftig hier, so ein bisschen in so einer Seidenoptik.
So, ihr Lieben, wir sind fertig. Der Alex guckt schon wie so ein Löwe. Apropos Löwe, ich glaube, es war ein Gepard oder Leopard da auf deinem Team. Ja, da habe ich ja auch immer Probleme. Also ich habe ja immer Probleme auch mit den ganzen Tierspitzen. Raubkatze, ist eine Raubkatze. Ist eine Raubkatze, genau. So, der Filmbus. So, jetzt kommt der Filmbus. Es ist so, also es war wundervoll und hat Spaß gemacht heute. Ja, vielen Dank für alles. Es macht immer Spaß mit dem Alex und es macht vor allen Dingen Freude, wenn er so eine tolle Kollektion mitbringt. Ja. Und wir haben halt einfach immer mega Spaß zusammen. Das ja, cool, und wir machen was, das haben wir gesagt. Ja. So, jetzt geht's los. Ciao!